Hallolele, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Kindergottesdienst. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Ferienwoche und konntet viel erleben, wart viel draußen, wart vielleicht sogar im Urlaub. Schön, dass ihr jetzt jedenfalls dabei seid. Wir sind ja mitten im Thema David und heute kommt eine Geschichte dran, die kennen vielleicht schon einige von euch. Ich will nicht viel dazu sagen, ich gebe nur einen kleinen Tipp. Wenn ihr jetzt schon wisst, welches Thema dran ist, dann seid ihr ja schon richtig gut. Aber ansonsten einfach gut aufpassen, dann werdet ihr schon rausfinden, was es sich damit auf sich hat. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich werde zum Anfang kurz beten und dann geht's gleich richtig los. Danke, Herr, dass wir heute Kindergottesdienst haben dürfen. Ich danke dir, dass wir Ferien haben dürfen. Ich mich bitten, dass wir ja jetzt viel über dich lernen dürfen und dass wir ja eine gute Zeit mit dir haben. Amen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema, das Rafa mit euch machen wird. Hey, wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen jetzt zusammen einfach wieder Lobpreis machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es manchmal so, dass ich im Alltag echt einfach versuche, Dinge aus eigener Kraft zu machen. Und dann merke ich immer wieder, boah, klappt gar nicht. Und ich brauche echt Gottes Stärke. Und das finde ich so cool, dass Gott so stark ist. Und genau davon handelt unser erstes Lied. Ich glaube, ihr wisst schon, welches Lied es ist. Genau das Adelied. Du bist stark. Das wollen wir jetzt alle zusammen singen. Also ich hoffe, dass du dabei bist, dass du deine Trommel wieder eingepackt hast und die jetzt nämlich auspacken kannst. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Dumpa 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 dum hey, dumpa 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 dum dum hey, dumpa 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 dum dum hey, oh, dumpa 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 dum dum hey, dumpa 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 dum dum hey, dumpa 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 dum dum hey, oh. Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Yeah.
Hallo David, warum bist du denn so geknickt? Normalerweise lächelst du doch so gerne. Hast du dir wehgetan? Ist dir was Schlimmes passiert? War jemand gemein zu dir? Der eine Große aus dem Verein war voll fies zu mir. Der hat meine Sachen genommen und sie in die Mädchenumkleide geworfen. Alle anderen haben gelacht. Ah, das ist wirklich nicht gut. Und weil er stärker war als du, hast du dich nicht getraut, dich zu wehren, richtig? Aber weißt du, bei David gab es auch einmal einen ganz großen Kerl. Hat er auch seine Sachen weggenommen? Nein, aber er stand im Krieg gegen das Volk Israel, mit seinem Volk, den Philistern. Kennst du die Geschichte? Ja, genau. David gegen Goliath. Da war dieser Riese, Goliath aus Gath, der hat sich aufgespielt und hat gerufen, ihr Israeliten, schickt euren besten Mann, dass er gegen mich kämpft. Wenn ich gewinne, werdet ihr unsere Sklaven. Aber wenn er gewinnt, werden wir eure. Wobei ich nicht glaube, dass ihr Hasenfüße euch überhaupt traut. Ganz genau. Goliath hat die Israeliten und auch Gott verspottet. Bis dann David kam. Und er hat sich mit Gott in den Kampf begeben. Er war sicher, dass ihm mit Gott an seiner Seite nichts passieren kann. Er nahm seinen Hirtenstab und seine Steinschleuder. Und dann hat er Goliath mit einem gezielten Wurf besiegt. Obwohl er viel kleiner war. Denn sein Gott ist viel, viel größer. Und er ist auch auf deiner Seite. Er passt auf dich auf. Immer. Ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es einfach nicht. Was hat das alles mit mir zu tun? Der Sebastian hat gesagt, hallo, ich habe meinen Namen gehört. Hallo Sebastian, hallo kleines Schaf. Du hast gesagt, ich wäre wichtig für David. Aber jetzt haben wir nur irgendwas gehört von einem Riesen. Ich bin doch kein Riese, oder sehe ich etwa aus wie ein Riese? Nee, wirklich nicht. Also, ich erklär's dir. Erklär mal, denn sonst ist ja immer der Julius da, der mir alles erklärt, aber der ist ja in Ferien, weil doch Ferien sind und ich bin hier. Naja, jetzt hast du ja mich. Ja, schwacher Trost. Schwacher, naja, gut, das habe ich überhört. Also, erklär. David hat zu König Saul gesagt, als er sagte, ich werde diesen Riesen platt machen, ja, er hat gesagt, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich weiß, wie man Riesen bekämpft. Er hatte Training. Training? Ja doch, mit mir nicht. Ich habe doch nicht mit ihm geboxt. Nein. Aber er hat gesagt, als ich auf dem Feld war, da kam ein Bär. Und ich habe meine Schafe, damit bist du gemeint, geschützt. Ich habe die Bären verjagt, die Löwen getötet. Ich werde auch mit diesem Ungetüm fertig werden. Verstehst du? Deshalb bist du wichtig, du dummes kleines Schaf. Ich muss weiter. Halt, warte doch mal. Ich war doch gar nicht fertig. Ja, das ist ja spannend. Also, vor den großen Aufgaben trainiert man auch bei Gott für die kleinen Aufgaben. Hallo meine Lieben, heute geht es um die absolut coole Geschichte aus der Bibel von David und Goliath. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten, weil sie mir immer wieder zeigt, dass egal wie groß mein Problem ist, egal wie groß meine Ängste und Herausforderungen sind, Gott ist größer und Gott gibt mir Kraft und Stärke, diese Sachen zu überwinden, und das ist extrem ermutigend. Ich werde euch jetzt einfach nochmal in die Geschichte mit hineinnehmen und erzählen, was da genau zwischen David und Goliath passiert ist. Und zwar gab es die Philister und die Israeliten, und die waren total verfeindet. Die Philister hatten diesen Riesen, den Goliath, der war 3 Meter groß. In der Bibel wird auch beschrieben, dass er total ausgerüstet war. Also bestimmt eine Person, vor der man eine Menge Angst hat, wenn man der begegnet. Und der Goliath hat die Israeliten herausgefordert und gesagt, dass sie ihren besten und stärksten Mann schicken sollten, um gegen ihn zu kämpfen. Und wenn sie gewinnen würden, dann würden die Philister ihnen als Sklaven dienen. Aber wenn sie verlieren, dann werden sie deren Sklaven sein. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hatten die Israeliten
Angst, weil Goliath war, wie gesagt, groß und beängstigend. Und da hat sich nicht so schnell jemand gefunden, der aufgesprungen ist und gesagt hat, ich kämpfe auf jeden Fall gegen den, weil ich glaube, keiner hatte so richtig die Sicherheit, dass sie eine Chance gegen den haben. Und dann irgendwann, dann kam David. David war einer der jüngsten von 7 Söhnen, also im Vergleich zu Goliath sehr klein. Und es hätte bestimmt auch andere Leute gegeben, die irgendwie erfahrener waren oder stärker und größer. Aber David war derjenige, der zum König Saul gegangen ist und gesagt hat, dass er gegen Goliath kämpfen möchte und dass er eine Chance gegen Goliath hat und dass die Israeliten sich nicht einschüchtern lassen sollten. Und er hat tatsächlich Saul davon überzeugt, dass er eine Chance hat und ist dann zum Kampf gegangen. Und Goliath, als er gesehen hat, wen die Israeliten da hinschicken, hat die total ausgelacht und dachte sich, oh Mann, und jetzt schickt ihr da ein Kind hin und hat es so, wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, total lächerlich gemacht und dachte so, ach, ich mach das mal mit links. Aber David war total mutig und war einfach sicher in seinem Glauben und wusste, okay, ich habe Gott an meiner Seite und das ist alles, was ich brauche, um diesen Riesen zu besiegen. Und was er zu Goliath gesagt hat, war, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Und am Ende hat David tatsächlich Goliath mit seiner Steinschleuder besiegt. Und dann ergriffen die Philister die Flut, weil sie ihren stärksten Mann verloren hatten und dadurch einfach Angst bekommen haben. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass es für die Menschen unmöglich erschien, dass David, der kleine David sozusagen, eine Chance gegen diesen riesengroßen Goliath hatte. Aber David hat sich davon nicht einschüchtern lassen, weil für Gott ist es egal, wie groß Goliath ist oder wie klein David ist. Gott ist derjenige, der uns stark macht und einfach größer ist als unsere Ängste und unsere Probleme. Und wenn wir ihn an unserer Seite haben, dann kann uns ein Goliath gar nichts anhaben. Und ich glaube, dass wir alle solche, ich sag mal, Goliaths in unserem Leben haben. Also irgendwelche Ängste, Situationen, wo wir nicht so mutig sind. Einfach Sachen, die uns Angst machen. Ich glaube, dass Gott sich einfach wünscht, dass wir so wie David da rangehen, dass wir ihm vertrauen und daran wirklich fest glauben, okay, ich habe da Angst, ich habe eine Situation, wo ich merke, oh, ich bin da nicht so mutig, aber ich habe Gott an meiner Seite und ich werde das schaffen. Und David hat sich von der Größe von Goliath nicht einschüchtern lassen. Und das sollten wir vor unseren Problemen, Ängsten und Sachen auch nicht. Und er hat sich auch nicht davon einschüchtern lassen, dass die Menschen an ihm gezweifelt haben, dass Goliath ihn so ein bisschen lächerlich gemacht hat. Davon hat er sich auch nicht einschüchtern lassen und davon sollten wir uns auch nicht einschüchtern lassen. Er hat auf Gott vertraut und darauf, dass er ihm beisteht und dass er ihm die nötige Kraft und Mut geben wird, um Goliath zu besiegen und damit die Philister loszuwerden. Ich weiß nicht, was dein Goliath ist, aber du kannst ja mal kurz überlegen, was es ist. Es ist vielleicht die Angst vor Klassenarbeiten, die Angst vor großen Gruppen zu sprechen oder irgendwelche Leute, die dir in der Schule Angst machen, weil sie dich immer wieder ärgern, irgendwelche Probleme, die man vielleicht zu Hause hat. Überleg mal einmal kurz, okay, was ist das, wo ich mir wünschen würde, dass ich mutiger wäre, wo ich mir wünschen würde, dass ich mehr Kraft habe und wo ich mehr Gott vertrauen muss, dass er mir hilft. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle was und ich möchte einfach dafür nochmal beten. Ich möchte dafür beten, dass wir wirklich immer wieder in solchen Situationen, wo es schwieriger wird, an David denken und daran und ihn so als Vorbild nehmen und daran denken, wie sehr er auf Gott vertraut hat und dass Gott ihm die nötige Kraft gegeben hat, um diesen Riesen zu bekämpfen und das will er bei uns auch, ja, nur weil er hat es bei David gemacht und möchte das auch heute noch bei uns machen, er möchte uns auch Kraft geben, aber wir müssen auch, ne, ihm die Sachen hinlegen und ihm sagen, was uns Angst macht und ihm vertrauen, dass er stärker ist und größer ist als alles andere. Genau, ich werde jetzt auch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns wirklich Kraft gibt, Herr, dass du uns stärkst, dass du jemand bist, auf den wir vertrauen können und wissen, okay, wenn du an unserer Seite bist, dann kann uns nichts anhaben und dann brauchen wir auch keine Angst haben. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen hier, der das gehört hat und für jede
Angst, für jede Herausforderung, für jedes Problem her, dass du uns immer wieder klar machst, okay, ich stehe an eurer Seite, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der größer ist als alles andere und da ist total egal, wie groß wir sind und wie klein wir sind und wie groß unser Problem ist, Herr. Das Wichtige ist, dass wir wissen, dass du dabei bist und dass wir dich haben und das ist alles, was wir brauchen. In Jesu Namen, Amen. So, kurz und knackig und schon sind wir wieder durch mit dem Kindergottesdienst für heute. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Macht's gut!